Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute Evola 2. Ihr solltet, ihr werdet gleich sehen, warum ich ein bisschen kicher. Ich habe das Spiel schon zweimal gestartet und ja, egal, das werdet ihr gleich sehen, besser gesagt gleich hören. Erstmal zum Spiel. Wir spielen heute ein kleines Horror-Survival-Spiel, das seit dem 22. Dezember 2020 erschienen ist und ich es erst vor kurzem entdeckt habe. Und da dachte ich mir, komm, zum Jahresanfang können wir auch mal ein Horrorspiel wieder spielen. Ich bin jedenfalls gespannt. Die Grafik sah zumindest sehr gut aus. Es ist noch in der Early Access Phase, deswegen könnte es sein, dass wir die ein oder anderen Probleme bekommen. Wir werden einfach mal schauen. Ich warne euch schon mal ein bisschen vor, es wird gleich ein bisschen laut. Deswegen kobelt ein bisschen weiter runter. Ich muss die Musikeinstellung erst danach machen. Also kurz leise machen. Evola, du. Es tut mir leid, aber das ist so fantastisch. Evola, du. Oh, er hat's übernommen. Wenn mal ein bisschen lauter machen. Minimal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu laut wird. Ja, was soll ich sagen? Das Intro hat mir sehr gut gefallen, das Ebola-Tu. Ich hoffe, wir treffen auf Leon. Ich würde sagen, ich höre mal auf zu kichern. Wir starten einfach mal ins Spiel. Ich bin gespannt, wie gesagt. Die Grafik sah super aus. Der Hintergrund sieht auch super aus. Musik sieht auch sehr stimmig. Da. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ein neues Spiel. Ich habe kein Spiel angefangen. Los geht's. Wir machen natürlich Mittel. Ich will einfach machen. Aber wir machen Mittel. Ebola 2. Ist das eigentlich Copyright geschützt? Das. Nee, ne? Mann. Soweit scheint alles super zu sein. Grafik, wie gesagt, sieht super aus. Ich hoffe, wir haben Ebola 2 nicht so mal gespielt. Es ist leicht ruckelig, habe ich das Gefühl. Ja, minimal. Oh. Gut, hier können wir irgendwas mit E machen. Lieber erstmal nicht. Achso, da ist das Telefon. Hallo? Robinson. That's me. I'm listening. There is an accident in your sector. That's urgent. It's my day off. Leon? Robinson, you didn't get me right. That's the Code Red emergency, according to paragraph 41. I want you to comply with the orders. You have 15 minutes to get ready. Got you. Die Stimme klingt auch sehr, sehr ähnlich, die von Leon, ne? Leon! Warte mal kurz. Ich werde mal... Ja! Wo ist er? Und hier machen wir mal die 60. Nice. Zurück. Läuft besser, ne? Wartet mal. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen höher setzen. Ah, wartet mal. Ja, ich weiß immer dieses... Ah, ja, was? Fragt mich bitte nicht. So. Damit können wir leben. Damit ist es ein bisschen stabiler. Sieht auch wesentlich stabiler jetzt bei OBS aus. So, wir müssen uns fertig machen. Leo. Wir nennen ihn einfach Leo. Ah, ist das schön. Das ist doch einfach mal richtig herrlich. Ich sollte nicht immer F drücken. Ich sollte E drücken. Komm hier nicht ran. Nein, ich weiß den Code noch nicht.
Ich muss sagen, wie gesagt, von der Grafik bin ich sehr begeistert. Arkham City. Hätte ich die Musik vielleicht ausmachen sollen? Ich bin gerne hier. Wow, Kumpel, das kannst du nicht machen. Ihre aktuellen Aufgaben werden im Kartenbereich Taste M angezeigt. Die restlichen Tasten sehen Sie in den Einstellungen im... Okay. Wieso bin ich hier? Gut. Gut. Sehr gut. Waffe oder sowas? Wir fahren hier gerade mit Auto. Sollen uns bereit machen und haben keine einzige Waffe dabei? How long should we wait here for you? I'm here. Going down to the subway. Leon! Oh, nice. Da, 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 da. Ja, ich laufe nie bei Rolltreppen. Gelingt schon, aber sonst. Besonders früh morgen. Guck mal, Werbung gemacht. Ebola. Da müssen wir nicht rein. The Walking Evil. Wer lässt eigentlich eine U-Bahn so ver... Kunsten kommen. Ihr wisst, was ich meine. Ach, Kollegen. Ach, natürlich. Ihr seid mit Schutzmaske und ich? Ich bin unsichtbar. Hilfe. At last, you're here. Come on, make that thing move. Zieh dein Ding durch, Leon. Darf ich fahren? Leuchtet so. Nein, nein, nein! Ah, wartet! Haltet das! Haltet an! Haltet an! Nein, wartet, nein! Ich kann mich nicht bewegen! Mein Fuß kommt! Es hat so geleuchtet! Wartet von euch! War das jetzt richtig? Oder sehe ich den? Der steht doch da. Hilfe? Eine Taschenlampe habe ich auch noch. lol. Achso, da geht's raus. Ja, Leon ist leicht. Great. The air composition is fine here. Let's check what's inside the base. The system blocked the base entrance for security purposes. I wonder if there's anyone alive. Leo? Maybe will you power up the elevator? Which of us is a technician? Is that you or me? Ich bin Polizist. Guck mal, wenn das hier das ist. Doch nicht. Ich habe mich geirrt. Ja, verdammt, Tür klemmt. War das jetzt das Richtige, dass wir wahrscheinlich, aber wo ist der andere Kompagnon? Ach, da unten. Kumpel, das ist A1.
bitte erste Sahne sagen, 1A, ne? Dazu sagt er auch nichts. Die Sicherung und A3. Oh. Hi. Warum besteckt deine Brille nicht? As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. What? As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. Ja, ja. Warte mal kurz, ich muss doch irgendwo welche Hinweise bekommen. Vielleicht A3? Ja, das habe ich ja gemacht. A2, ach so, A2. Sorry, ich hab mich die ganze Zeit jetzt witzig, lustig gemacht und jetzt, das A1. Vielleicht muss ich die Dinger begutachten. Ja. Falscher Knopf. Wow, warte mal, was? Hab ich gerade so geschlafen? Was? Strom muss geliefert werden. Ja, das sage ich auch immer. Der Strom muss geliefert werden. Ich glaube, ich weiß jetzt, ich muss die 9 umlegen. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. Definitiv, es fängt schon mal sehr gut an. Entschuldigung. Ich bin dein Vater. Bitte? Ah, okay. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. Das Witzige ist, es passiert hier aber auch rein gar nichts. Fängt ja schon. Es fängt so super an.
Nacht? As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down. Und sie bis zum Ende weiterziehen. Lass doch die Tür einfach auf, Leon. Warte mal. Irgendwo muss doch ein Hinweis geben. Oder irgendjemand hat was zu mir gesagt, was ich wahrscheinlich wieder verpennt habe. Der quatscht mit mir nicht. Die Schaltung sieht so aus. Und die sieht so aus. Gut, das machen wir gleich. Ich glaube, die sehen alle so aus. Warte, das machen wir jetzt mal. Ach, ich muss. Er sagt nichts mehr. Ach, einen muss ich nach oben packen, den anderen nach oben. Und das muss ich bis zum Ende durchziehen. Okay. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. Oder muss ich alles anschalten? Hatten wir alles schon? Stimmt, ich hatte beim allen. Na, wacht, switch da. Alter, dein Opa. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling. Vielleicht so. Aber er müsste mir ja irgendwas anzeigen, ne? Nö. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. Well done, it works. Now go to the technical floor zero and check the ventilation system. Das fängt super an. Be careful. Don't damage your suit. Who knows what happened here? Report me if you meet anyone who survived. Klar, ich werde mich melden, wenn ich irgendjemand getroffen habe. Tot wahrscheinlich. Ebola. Zu null sollten wir, ne? Haben sie ja gesagt, zu Boden null. Der Boden ist null. Sehr schön. Es schlappert hier. Kann ich auch gelegentlich... Nein, ich kann nicht speichern. F5. Nein.
This place makes me shiver. Ach, Leon. Du wurdest nach einem sehr talentierten jungen Mann benannt. Geh mal zuerst dahin. Hallo. A-Schloss ist erforderlich. Ah, das A. Das A-Schloss? Nee, ist klar. Was? Okay. Was habe ich bekommen? Ach, hier, Dietriche. Ein Dietrich für alle Fälle. Na, 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 na. Nein, woher kenne ich das? Wieso steckt sich ein Typ Munition in die Hosentasche, wenn er einfach nur zum Umschauen hier ist? Eieiei, Uncool, Kumpel. Oh. Wollte ich ins geheime Kammer? Tinte. Noch mehr Munition? Ich habe Spiel gespeichert. Nice. Sehr nice. Beachtung! Das Spiel hat keine automatische Speicherung. Verwenden Sie zum Speichern eine Schreibmaschine. Sie können Ihre Sachen in einer Schublade aufbewahren. Ich habe jetzt gerade gespeichert. Und lass mich raten, ich brauche dafür Tinte. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Musik im Hintergrund ja, ihr wisst schon, copyright-frei ist. Ich werde es ja sehen, wenn in der ersten Folge irgendwas sein sollte. Bibliothek. Da komme ich nicht ran. Hier auch nicht. Gut, warum auch immer eine Bibliothek unten im in der Pampa ist. Datenspeicher? Ah, rechter Mausklick. Lesen. Arbeiten unter der Leitung der... nicht nur auf auch in Büchern. Sehr schön zu wissen. Ich würde gerne diese eine Schublade wissen. Hier bitte. Ah, ich habe noch ein... Ich sollte sparsam umgehen.
found the body. It smells terrible in here. Das stinkt schon. Don't touch it and don't step into the blood. Watch out. By powering, we opened many doors and God knows what's behind them. Darf ich wieder hoch? Warum bin ich alleine hier unten ohne Waffe und so? Ja. Wieso? Und das sind die Leute. Deswegen bricht auch in sämtlichen Filmen irgendein Zombie-Virus aus. Bleib schön liegen. Und er schreibt weiter. Leon rettet alle. The object's ventilation is working fine, but there's a closed door in front of me. There's no way through. What should I do next? Over. Can anyone hear me? Over. What the heck is going on? Guck mal, in einer Reihe Oh, ich dachte gerade. Will ich hier unten sein? Das Spiel speichert nicht automatisch. Heißt das, wenn ich jetzt aufhöre, setzt er mich komplett zurück? Öffnet die Karte, indem sie... Ja, sie können eine Markierung auf die Karte setzen. Ja. Gut, dann wollen wir diesmal machen. Das war rechter Mausklick, du Genie. So, haben wir. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt zurückgehe. What? Ich kann da überall hin. Hier ist kein Dings. Auch keins. Ach, du Scheiße, und wir sind gerade bei der Null. Dahinter ist irgendwas. Ich hoffe, Zombies wissen nicht, wie die Fahrstühle gehen. Alter, Stück Papier. Kannst du nicht machen. Ach, darf ich jetzt wieder ganz nach oben fahren? Sollte ich speichern? Ich habe aber nicht mehr so viel... Entschuldigung. Speicher. Optionen. Ich habe nur zwei Tintendinger. Dann. Na, mit E. Ich will nicht zu 9 nach oben. Kann ich nicht zu 3 oder so? 7 ist meine Glückszahl, glaube ich. Der Fahrstuhl ist wirklich schnell. Das ist... War das Reutings immer da? War es nicht da? Sagt dazu nichts. They're all gone. Ducken können wir uns nicht.
Hallo? Stornieren? Ich will nichts stornieren. Wie ich den auch immer ausrüsten kann. Ihr Lieben, ich bin gleich sowas von dran. Nächster Halt. Hilfe. Wartet mal kurz, da muss ich kurz die Steuerung. Interaktion, E-Taschenlampe, Schuss, Waffentausch. Wo genau soll ich einen Hammer benutzen? Problem ist, ich will hier nichts stornieren, ne? Ich kann hier keinen Hammer benutzen. Gut, dann werde ich erstmal wieder zurückgehen. Sind die Lichter nicht ausgegangen? Hier vielleicht? Oder für die Tür da unten. Das könnte möglich sein. Was ich aber auch nicht glaube. So, wir gehen mal zur 0 runter. Und ich probiere jetzt einfach mal... Was zum Henker? Welche speichern? Was natürlich ein ganz großer Fehler ist.
Ein Schlüssel ist erforderlich, aber wo soll ich einen Hammer benutzen? Gut. So sage er mir, wie ich Hammer benutzen kann. Hier irgendwo etwas? Nein. Lass mal gucken auf die Karte. Da geht's nicht weiter. Die 9. Tunnel, Metrostation, sind wir Exit. Achso, von da sind wir gekommen. Ah. Oh, ich hätte mich beinahe verschluckt gerade. Ich solle einen Hammer benutzen. Alles klar. Einen süßen kleinen Hammer. Ah. Warum? Ich bin gerne hier. Halli. Was? Oh, süß. Da sollen wir nicht hin. Haben dies aber schon mal aufgemacht? Hatten wir irgendwas unten? Zum Nachgucken? Wir sollen da nicht unbewaffnet. Leon. Kennedy. Zum Henker ist das denn. Ich hab das Bad. Amelia? What happened to you? What the heck is going on here? No one! Hey, you fool, run! Who are you? Let's see your ass first, what? And then we'll talk. Right? Open the main entrance and run straight down the end. You'll find a weapon there. Run! Run faster! She's chasing you! Death.
sehr schön. Und wo starten wir? Wahrscheinlich jetzt nicht in der Filmsequenz, wahrscheinlich irgendwo unten. Wo hätte ich denn jetzt hinrennen sollen? Was hat der eigentlich überhaupt gesagt? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Alles klar, wir sind hier. Gut, dann wissen wir Bescheid, dass wir, glaube ich, doch in die zweite Etage müssten. Da rennen wir auf jeden Fall geradezu. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für die erste Folge war es erst einmal. ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.